am westlichsten Punkt von Portugal angekommen, Cabo San Vicente. Da gibt es auch die Deutschlands letzte Currywurst. Da fahren wir gleich hin. Jetzt sind wir an dem vorletzten Punkt davor und haben schon einen schönen Blick auf Cabo San Vicente. Da hinten beim Leuchtturm ist es. Und hier eine super schöne Küste für Surfer. Das Surferparadies. Wie gesagt, der westlichste Punkt Portugals. Ja, und hier recht trocken. Und noch ein Parkplatz drüben, kannst du noch auf der anderen Küstenseite schauen. Und jetzt schauen wir uns gleich Cabo San Vicente an und zeigen es euch natürlich. Bis gleich. San Vicente, letzten Punkt von Portugal. Das ist der Leuchtturm. Viele Leute, die sich das anschauen wollen. Jetzt werfen wir mal einen Blick runter aufs Meer. Leider können wir keine letzte Currywurst essen, weil die guten Herrschaften sind gerade im Urlaub, Betriebsferien des März. Also kommen wir nicht zu unserer letzten Currywurst. Also, wenn ihr herkommen wollt, nehmt euch eine warme Jacke mit. Hier sind auch die Surfer und hier ist also super windig. Und hier drinnen am Leuchtturm habt ihr dann noch eine Cafeteria, Restaurant und jede Menge touristischer Spaß. Letzter Punkt von Portugal Algarve. Der Abstecher ins Zentrum von Lagoa. Hier sind wir direkt gerade am Hafen und ja, zeigen euch ein bisschen den historischen Stadtkern von Lagoa. Und jetzt geht's auch ins Zentrum.
Ja, das war's aus Lagoa. Auf der Plaza hier. Direkt am Hafen. Ja, wie gesagt, Lagoa auch sehr schön. Es gibt noch viel, viel mehr Straßen zum Besichtigen, aber ja, alles schaffen wir auch nicht.